hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, euer Lieblingsroaster mit Herz, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen lockigen Folge. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich heute so Löckchen gemacht habe für euch. Ich habe die natürlich nicht gemacht, ne? Aber die sind von Natur aus entstanden. Ich finde das immer voll schön. Aber es gelingt nicht immer. Es ist immer so, morgens, wenn ich aufstehe, denke ich mir manchmal, oh, die Haare sehen eigentlich voll cool aus. Ich will die gar nicht erst anfassen, weil man bekommt sie selber nicht nochmal so hin. Oder findet ihr das jetzt doof so? Ja, vielleicht wünsche ich mir Lockenwickler von meinem Freund zu Weihnachten. Das wird bestimmt ihn richtig antören, wenn ich so einen Wunsch ausspreche. Auf jeden Fall heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht hier heute um Kampf der Reality Stars Folge 9. Es ist die vorletzte Folge. Eine Folge gibt es noch, Folge 10. Ich bin super aufgeregt. Ihr könnt heute Kampf der Reality Stars gucken um 20.15 Uhr, beziehungsweise wenn dieses Video online ist, um 22.30 Uhr. Habt ihr natürlich schon gerade Kampf der Reality Stars geguckt, im besten Fall. Ihr könnt die ganze Folge aber auch nachgucken auf RTL Plus. Ein RTL Plus Premium Abo könnt ihr über mich vergünstigt erwerben. Zweiter und dritter Monat 50% Rabatt, nachdem der erste komplett kostenfrei für euch ist, zum Reinschnuppern. Alles, was ihr dazu braucht, um die 2 Monate rabattiert zu bekommen, findet ihr unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir. Allerdings mache ich euch nochmal ein Angebot, und zwar könnt ihr super gerne Schnuffelhasen werden. Schnuffelhasen heißen die Zuschauer hier auf dem Kanal, und wir freuen uns über Zuwachs jederzeit. Also klicke einfach auf Abonnieren. Wir haben hier nur eine Abmachung, ein Ehrenwort, was wir alle haben, und das wäre, dass Schnuffelhasen immer die Werbung gucken. Das war es eigentlich auch schon. Und während Sie die Werbung gucken, hinterlassen Sie immer einen Kommentar und sagen uns, wie Sie Ihres finden. Beziehungsweise nein. Heute würde ich von euch gerne wissen, wie ihr den Schäfer wahrnehmt. Also hier sind ja viele Hobbypsychologen unterwegs und viele auf dem Kanal auch, die sich mit ihrer eigenen Psyche befassen. Und der Schäfer ist ein Süßer, ne? Der ist 55, das ist ein Süßer. Aber wie stuft ihr das jetzt mal so rein von der psychischen Verfassung ein, was der so von sich gibt? Das würde mich heute in den Kommentaren interessieren, und da würde ich sagen, fangen wir an. Wer taktiert hier wirklich? Das Leben in der Sala ist ein Auf und Ab der Gefühle. Man findet echte Freundschaften, dann in der nächsten Sekunde stellt sich heraus, dass es doch eher eine flüchtige Bekanntschaft gewesen ist. Ein Kennenlernen, das mehr auf Taktik beruht. Ob wirklich jemand hier eine Taktik fährt, ist mir auch sowas von scheißegal, sollen sie alle machen. Nee, Paco, da warst du schon mit gemeint. Er ist so geil, ne? Also ob hier irgendjemand im Haus eine Taktik fährt, ob hier jemand versucht, eine Dating-Show aus Kampf der Reality Stars zu machen, um Sendezeit zu bekommen, ist mir doch egal, ob das jemand macht. Nein, die Frage war eher eigentlich, warum machst du das? So, weil wir haben dann heute auch erfahren, dass aus deren Beziehung nichts wurde. Ich folge denen jetzt nicht auf Insta. Ich finde, jedes hat schon genug Follower, und Paco bestimmt auch. Die beiden haben das doch für die Sendezeit gemacht. Ich bitte euch. Nach dem letzten Date letzte Woche, wo Paco noch nicht mal ein Kompliment über die Lippen gebracht hat und die Körpersprache eigentlich schon alles sagte, ja. Naja, man muss halt gucken, wo man bleibt, ne? Man will ja Sendezeit, man will ja nicht umsonst sein Neugeborenes alleine lassen für 8 Wochen. Das muss sich dann schon lohnen. Die Bewohner mussten jetzt also die Reihenfolge festmachen, von der sie dachten, dass die Zuschauer sie so einstufen. Und nun kommt die Auflösung. Platz 2 geht an Jelis. Ja, ich glaube, so ein bisschen strategisch ist hier jeder drin. Auch wenn einer es nicht ausspricht, hat er trotzdem seine Gedanken für sich. Da hat sie schon recht. Also die einen nehmen es halt nochmal ein bisschen ernster, die anderen ein bisschen weniger. Ihr wart jetzt so richtig High-Level, High-End. Wir machen jetzt mal Love Island und Bachelor aus Kampf der Reality Stars. Das ist ganz supi, das kommt immer gut an. Und dann habe ich ja auch noch meinen Noch-Freund im Hotel sitzen, der seinen eigenen Flug nicht bezahlt hat, den ich also noch durchfüttere. Und der weiß noch gar nichts davon, dass ich einen neuen Macker habe. Das war natürlich End-Level der Unterhaltung. Also das verstehe ich ja wohl gar nicht, ne? Du siehst einfach abgewichster aus wie ich. Ich finde, dass der Paco sich echt glücklich schätzen kann, weil er ist nur auf Platz 5 gelandet. Den hätte ich tatsächlich auf Platz 1 sogar gewählt, weil ich es der Jelis sogar noch ein bisschen mehr abkaufe als ihm. Jetzt ist der Schäfer wieder sehr, sehr gekränkt, weil er saß im Interviewraum mit Daniela Katzenbergers Mutter, und die hat sich nicht so nett über seinen Schweißkörper geäußert. Und soll ich jetzt schon sagen, was ich darüber denke? Nein, schaut es euch selber an, und wir arbeiten uns so voran. Sagt sie neben dem Schäfer, so muss ich den Schweiß dann ertragen.
Hast du gesagt? Mhm. Echt jetzt? Es war vor dem Spiel. Ja, da hat sie aber mit der Lampe hier. Ich habe nur nicht so gern seinen Schweiß an meiner Haut. Ich bin über Iris sehr enttäuscht. Dann hoffe ich, dass du den Weg zu ihr suchst und dir das sagst. Also ich meine, wenn du schon nicht die Eier hattest, direkt einmal zu sagen, hey, das war jetzt aber unhöflich, hoffe ich, dass du jetzt, nachdem du Elena eingeweiht hast, meine Güte, dass du nun jetzt auch zu Iris gehst. Also diese Aussage hat mich sehr betroffen und gekränkt. Was ist sie denn? Ist sie was Besseres? Es kann auch einfach sein, dass sie sich ekelt vor Schweiß. Dass sie sich wirklich ekelt vor Schweiß. Aber herausfinden tust du es halt wirklich nur im direkten Gespräch. Also husch, husch, geh einfach einmal auf sie zu und frag sie, was sie damit sagen wollte. Lass das wieder nicht schreien. Nein, nein, gar nicht so aus. Die denkt halt, sie ist die Queen. Hallo, Elis. Ja, ja, das denkt sie. Mhm. Ja, Elena freut sich. Ne? Sie sieht sich ja selber als Queen und ihr gefällt das ganz gut, dass der Schäfer gegen die Mutter von der Katzenberger ist. Wir werden sehen, was sie daraus noch so machen wird, beziehungsweise stricken wird. Also jemand, der genug eigene Hobbys hat und eigene Themen, der würde sich da jetzt nicht so reinsteigern. Der wäre dem Schäfer jetzt ein offenes Ohr und mehr aber auch nicht. Jetzt haben die Bewohner eine spezielle Aufgabe. Ich werde euch die Spielanleitung einmal von der Sissy vorlesen lassen, weil wenn ich sowas erkläre, dann dauert das immer ziemlich lange und ich weiß nicht, ob die Zuschauer das verstehen. Also, das ist die Aufgabe. Lieber Reality Star, bisher musstet ihr immer in einer offenen Nominierung in der Stunde der Wahrheit einen Konkurrenten abwählen. Doch wem gibst du deine Münze, wenn du anonym wählen darfst? Wirf jetzt deine Münze bei dem Star ein, den du als deine größte Konkurrenz betrachtest und begründe deine Entscheidung. Deine Wahl bleibt geheim. Die anderen Stars werden nicht erfahren, wen du gewählt hast. Ich finde, das ist so die Möglichkeit, um wirklich denjenigen zu nominieren, den man wirklich als größte Konkurrenz sieht. Oh mein Gott, das ist super, super krass. Eigentlich ja nicht. Eigentlich müsstet ihr genau so auch immer bei den Entscheidungen vorgehen. Es ist doch gar nicht krass. Man muss dann einfach zu seiner Meinung stehen und einfach als erwachsene Person diese Menschen, die man aus dem Weg geräumt haben möchte, weil man 50.000 Euro gewinnen will, aus dem Weg räumen. Ich glaube, dass sie sehr gut weiß, wieso die liebe Iris meine Münze bekommt. Also will sie mir jetzt sagen, dass sie Iris als größte Konkurrentin sieht? So sportlich oder geistig oder wie darf ich das jetzt verstehen? Warum sieht Sissy die Iris als größte Konkurrentin? Nämlich nach dem Spruch, der das letzte Mal gefallen ist. Du magst mich nicht, das mag ich vermutlich bei Sissy auch. Der Grund ist, weil sie spricht immer weniger mit mir und. Also ich könnte den kompletten Katalog inzwischen aufzählen. Ja, aber das war nicht die Aufgabe. Sie hat es halt nicht gereiht, ne? Zum Glück sieht sie gut aus, würden manche jetzt sagen, weil so wirklich nachgedacht und verstanden, was sie gelesen hat, hat sie jetzt nicht. Sie hat jetzt pur aus ihrem Ego gehandelt. So, ja, sie redet nicht mit mir und sie meint, ich mag sie nicht und deswegen mag ich sie auch nicht und so und ich bin voll die Erwachsene und... Ich sehe eigentlich keinen Star als meine Konkurrenz, weil ich genug stark bin, um alle zu besiegen, aber... Okay, einmal ganz kurz. Das hier zeigt, dass Elena zumindest die Aufgabenstellung verstanden hat, weil sie nämlich sagt, ich sehe hier niemanden als Konkurrenz. Also werde ich niemanden aus der Motivation heraus nominieren, dass diese Person meine Konkurrenz ist. Der zweite Teil, der jetzt folgt, der ist natürlich besorgniserregend für eine, ich finde schon, Mutter, die ihrem Kind dann auch gewisse Werte mitgeben soll. Und zwar nicht so rachsüchtige, nicht so dieses wie du mir, so ich dir und Auge um Auge, Zahn um Zahn und was es da nicht alles gibt. Sondern man muss doch irgendwie so Werte der Liebe, des Wohlwollens weitergeben. Iris hat heute etwas ganz Ekelhaftes gegenüber Heinrich gemacht und ich kann das so nicht akzeptieren. Ich habe Iris gewählt, weil sie einfach böse zu Heinrich war. Nur diesen Grund gibt es. Aber sie hat dir doch nichts getan. Also ich meine, warum musst du dich damit einmischen? Der Schäfer hat dir das erzählt, weil er einfach emotional sehr schwach ist. Aber warum musst du denn jetzt die Iris dafür bestrafen, dass sie dem Schäfer etwas Unhöfliches gesagt hat? Also ich meine, wie alt seid ihr denn? Ich weiß es jetzt auch nicht. Anonym wählen ist ja eine gute Sache. Gerade für dich, weil du konfliktscheu des Grauens bist. Also du würdest niemals einer Person ins Gesicht sagen können, wenn dir irgendwas nicht gefällt. Du bist einfach zu anpassungsfähig, zu sehr gewillt, dich anzupassen, um bloß nirgendwo anzuecken. Das bedeutet, für dich ist das eigentlich die beste Methode, jemanden zu wählen.
Naja, der Schäfer macht am Ende halt doch nochmal in dem Minimu, damit er im Fall der Fälle nochmal sagen kann, ja, es war ja, weil ich gewählt habe. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Und jetzt wird den Leuten das Ergebnis präsentiert. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Yay! Glückwunsch, liebe Iris! Okay, gute Nacht. Das Ding ist, geht sie jetzt vor Freude? Weil eigentlich hat sie ja gerade ein Riesenkompliment bekommen. Die sehen sie alle als die größte Konkurrentin an und sie geht einfach schlafen, weil sie dieses Glück nicht fassen kann oder was ist da passiert? Iris ist mal wieder fix und fertig. Nee, ich hab keinen Bock auf die Diskussionen gehabt, es war mir zu spät. Keinen Bock gehabt, mich denn jetzt zu stellen. Ich wusste, dass die mich nominieren. Was für Feiglinge. Ah. Okay, sie hat die Aufgabenstellung nicht verstanden. Sie fühlt sich jetzt natürlich maximal abgelehnt und das ist schon traurig mit anzusehen, ne? Weil sie ist ja auch 55 und ist Mutter und Oma und was nicht alles. Und zu sehen, wie ein Mensch ihren Alters sich so krass selber im Weg steht, dass sie so auf so eine Situation reagiert, ist halt einfach für mich angsteinflößend. Also nicht, dass ich es nicht gewusst hätte. Ich meine, ich habe Familienmitglieder, die auch so alt sind. Aber das jetzt hier nochmal zu sehen, so in meiner Rolle als Hobbypsychologe, ist einfach krass. Also ich meine, Iris, die haben dich nominiert. Hättest du die Aufgabe richtig verstanden, wüsstest du, dass das ein Kompliment ist. Aber selbst wenn es das nicht wäre, dann einfach so abzudüsen und so beleidigt zu sein, und finde ich halt ziemlich schade. Es ist halt eine ganz schwache Leistung, jemanden zu nominieren, weil er als letztes kam. Und dann versucht sie, sich selber noch so ein bisschen zu trösten und denkt, sie wurde nominiert, weil sie als letztes kam. Ich glaube nicht, dass es daran lag, Süße. Die Reaktion von Iris war komplett kindisch. Meine Tochter reagiert in diesem Alter sogar besser als sie. Also wenn deine Tochter wirklich besser reagiert in ihrem Alter als Iris, dann hat sie das bestimmt nicht von dir gelernt. Ich hätte mit mehr gerechnet. Nicht das, womit ich gerechnet hätte. Gar nicht, gar nicht. Ich dachte, Elina, ich, Heinrich, kriegen richtig ab. Weil er das Ganze nämlich richtig verstanden hat. Und weil er denkt, er selber sei eine kleine Nummer. So, und jetzt kommt Elena, ne? Die ja sagt, ihre, weiß nicht, wie alt ihre Tochter ist, würde reifer reagieren. Weshalb ich ja auch sage, das muss sie bestimmt von den Erziehern haben und nicht von ihrer Mutter. Weil Elena sieht jetzt, dass sie auch eine Münze abbekommen hat. Und das Ganze war ja eine anonyme Wahl. Das bedeutet, ich würde an ihrer Stelle die Fresse halten, weil das soll ja auch anonym bleiben. Und außerdem ist es ein Kompliment für dich. Ach, ich habe auch eine bekommen. Ich habe nur diese Münze gesehen und dachte so, what the fuck? Wer hat mich nominiert? Ganz entsetzt. Wer hat mich nominiert und hat keinen Mut, mir das ins Gesicht zu sagen? Ich habe Heinrich genommen. Ey, wer hat mich keiner nominiert? Muss gehen. Keiner muss gehen, Alter. Aber wer hat mich nominiert und gibt es nicht zu? Wer war das? Kann ihr die Produktion vielleicht einmal anonym buchstabieren und im Wörterbuch nachschlagen? Also, dass sie das einmal versteht, was anonyme Wahl bedeutet? Weil Amy hat es nicht so gecheckt. Und das scheint ja so an ihrem Ego zu kratzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das eventuell trendmäßig Narzissmus nennen könnte, dass sie jetzt einfach so aus ihrer Haut fährt und unbedingt wissen möchte, wer der Verräter ist, der es gewagt hat, ihr eine Münze zu geben. Wer hat nicht Mut, mir das ins Gesicht zu sagen? Ich verstehe mich ja mit allem gut. Ich wäre enttäuscht, wenn mir das nicht jemand sagt erstmal und dann kann er mich wählen, aber sag mir das ins Gesicht. Nee, Schatz, immer noch nicht. Anonym ist nicht erstmal sagen und dann wählen. Und zweitens auch so, ich verstehe mich ja mit jedem gut. Man kann sich auf dieser Erde nicht mit jedem wahrhaftig gut verstehen. Das wäre ja total crazy. Du kannst nicht von allen geliebt werden. Ich weiß, dass das in einigen Kulturen so angenommen wird, dass man mit der ganzen Welt gut sein muss und jeder einen lieben muss. Aber das ist schwierig. Du warst das, Paco. Ja, ich war das. Echt? Ja, Wille, ja. Ja? Ja, ich war das. Echt? Ja, die größte Konkurrenz. Ich habe zwischen Yassin und Elena. Gut, passt. Das geht gar nicht, was Paco gemacht hat. Wir haben uns die ganze Zeit gesagt, wir nominieren uns untereinander nicht, wir schützen uns. Ja, sie reilt halt einfach nicht. Ne? Und sie reilt auch nicht, dass sie da nicht auf dem Schulhof ist und irgendwie ihre Clique hat und dass man jetzt Aufgabenstellung ignoriert, nur weil man sich das in einer Gruppe versprochen hat. Also ich meine, dem Paco wurde gesagt, wer ist seine größte Konkurrenz? Er sieht dich als Konkurrenz, also hat er dich gewählt, was halt wirklich ein Kompliment ist. Und sie ist halt erstmal nur so im Tunnelblick und denkt sich, nein, wir sind eine Gruppe, wir kennen uns zwar seit 2 Wochen, aber wir haben uns geschworen auf den Tod, wir werden uns gegenseitig nicht nominieren. Also ich habe das zwar auch dem Schäfer versprochen, aber dann habe ich vor 3 Wochen auch gejobbt, dass ich ihn natürlich am Ende auch nominieren würde. Aber, ja, weil ich die Krone haben will, aber halt noch nicht jetzt.
später erst. Also sie malt sich die Welt auch so ein bisschen, wie sie ihr gefällt, ne? Dein Wort hat für mich gar kein Gewicht mehr. Aber was stand das da? Das reicht ja schon. Aber was stand da? Egal, das hat doch gar nichts damit zu tun. Guck mal, jetzt weiß ich, jede Situation, die sich ergeben würde, nein, müsste mir ein Messer in den Rücken haben. Ja. Oh wow, okay, gut. Drama, Drama, Drama. Sie nimmt sich auf jeden Fall selber sehr wichtig und ihre neu geschaffenen Clique ist ja voll wichtig und auch, dass sie von jedem geliebt wird, weil sie kann ja mit jedem richtig gut. Sie ist so einfach so ein Sympathieträger. Im Außen eher nicht, weil sie weiß ja schon oder denkt, dass die Zuschauer sie alle hassen würden, aber da drin sind auf jeden Fall alle ihre Freunde. Ich weiß jetzt auch Bescheid, wer mit den anderen zwei. Wer gehabt? Die ja, weiß ich noch nicht. Wer hat mir die also, gegeben? Ich hab dir eine gegeben. Du hast mir auch eine gegeben? Als Konkurrenz, ja. Weil ich gesagt habe, im Sympathielevel würde ich gegen dich verlieren. Deswegen bist du meine stärkste Konkurrenz. Nee. Das ist ein direkter Schlag ins Gesicht mit einem Messer im Rücken, Falja. Genau wie Helena sagt. So merkst du, wo die Freunde sind. Ja, das hat auch nicht gecheckt, ne? Also ich meine, Yasin hat ihn ja, oh Gott, einfach nur nominiert, weil er ihn mit am sympathischsten findet. Beziehungsweise... Er weiß, dass viele den Schäfer einfach so toll finden, weil er so wehrlos ist. Das ist ja so ein bisschen dieser Papi-Effekt. Nicht von Papa, sondern von Welpe. Da ist ein älterer Herr, der völlig überfordert ist mit dem Leben, der einfach nur geliebt werden möchte, auf den man aufpassen möchte. Ich glaube, so wurde auch der Mops gezüchtet. Der Mops wurde extra mit so einem größeren Kopf und großen Kulleraugen und platter Schnauze gezüchtet, damit er so an so einen Säugling erinnert, dem man helfen möchte. Und das ist für mich so ein bisschen auch der Schäfer. Yasin weiß darüber Bescheid, dass das bei den Zuschauern sehr, sehr gut ankommt. By the way, ich weiß auch, dass ich mich gerade sehr, sehr unbeliebt mache, aber es ist nun mal so, wie es ist. So, und jeder, der sich ein bisschen mit Psyche und so auskennt, wird mir recht geben. Das ist wie letztes Jahr die Frau von diesen Bauern, die aus Thailand auch selber kam. Die war auch irgendwie, hat man sich manchmal gewundert, warum die nicht gegen eine Wand läuft, weil sie so unbeholfen manchmal rüberkam und so naiv und das lieben die Zuschauer halt. Es war halt wirklich ein Kompliment, weil Yasin als einer der wenigen diese Aufgabe verstanden hat. Aber der Schäfer hört natürlich nur, was Helena ihm sagt. Von Helena geht er aus, dass sie eine wirkliche Freundin ist. Er weiß natürlich auch nicht, dass sie vor 2-3 Wochen gesagt hat, sie würde selbst ihn nominieren, um zu gewinnen. Und dem folgt er jetzt. Das hat doch nichts mit Freunde zu tun. Nein, ich bin Konkurrent, ja. Wenn du mit mir im Finale bist und alle abstimmen müssen, wer gewinnen würde, du oder ich, dann würden alle sagen du. Deswegen wärst du meine größte Konkurrenz. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Freunde sind. Da muss Helena jetzt erstmal nachdenken. Also so, ach stimmt, da stand ja was. Ich habe das jetzt gar nicht gelesen. Ich habe einfach nur so Bitch-Modus angemacht und habe Iris nominiert, weil sie war gemeinsam Schäfer. Und da habe ich so gedacht, ja geil, auf den Zug springe ich auch, weil wir sind ja eine Clique und so. Aber war die Aufgabe jetzt wirklich, den größten Konkurrenten zu nominieren? Das hat er leider nicht verstanden. Das tut mir auch mega weh. Der hat mich so traurig angeschaut. Ich dachte, nein. Ich glaube halt, es braucht nicht so viel, um den Schäfer traurig zu machen. Das geht halt relativ fix bei ihm. Also von daher... Sei froh, du hast bewiesen, dass du ein bisschen was im Köpfchen hast, dass du zumindest auch lesen kannst, lieber Yasin. Alles richtig gemacht. Hier wird gerade ein ganz dreckiges Spiel gespielt. Boah, ein direkter Schlag mit der Hand ins Gesicht. Eine Runde Selbstmitleid. Ja, ich werde nicht von allen geliebt. Ich wollte noch hier einfach in Watte gepackt durch diese Show irgendwie sliden und gewinnen und so, aber bloß keine zwischenmenschlichen Konflikte eingehen und jetzt wurde ich nominiert, was? Also damit kann ich gar nicht umgehen. Am liebsten wäre ich wieder bei meinen Schafe zu Hause. Ich habe jetzt schon verloren. Da kannst du nicht gegen ankommen gegen die. Die einzige, wer zu mir halten würde, ist Helena. Auf jeden Fall. Glaub mir mal. Die Helena würde bis zum bitteren Ende zu dir halten. Die würde sogar dir den Vorrang lassen, dass du Geld gewinnst für deine Schafe. Und dann sagt er, ich habe mich hier komplett verloren. Das glaube ich nicht. Also wenn da ein 55-jähriger Mann reinkommt in so eine TV-Show, der bei sich ist, der wird sich nicht nach 6-7 Wochen dort drin verlieren. Also wenn du lost bist, dann warst du es auch schon vor Einzug. Und jetzt kommt ein weiterer Schulhof-Moment, weil Helena hat natürlich vom Schäfer gehört, was Iris getan hat. Und jetzt erzählt sie es erstmal ihrer Clique. Iris hat heute zu Heinrich gesagt, das ist echt heftig. Sie waren im Interview hinten und dann meinte Iris zu Heinrich, oh nee, komm mir nicht zu nah, sonst habe ich deinen Schweiß bei mir. Richtig gemein. Und sowas macht man nicht. Mit welcher Motivation erzählt sie das jetzt einer 5-köpfigen Gruppe? Ist sie eventuell doch ein bisschen manipulativ unterwegs?
kommt eher zugute, ne? Wenn sie jetzt erstmal die Iris bei allen schlecht macht, anstatt dass irgendjemand mal auf die Iris zugeht und sie fragt so, ey, wie meintest du das? Nein, wir erzählen das jetzt erstmal der ganzen Gruppe, weil dann hat irgendwie so eine Person wie die Sissy, die selber ja gar nicht nachdenken mag, ne? Die findet sich halt hübsch und so, sportlich und so, das ist auch genug an Herausforderungen. Die wählt natürlich automatisch die Iris, ist klar, die springt mit auf den Zug, sowas nennt man auch Mitläufer, seine Mutter und viele andere dann auch. Und das weiß Elena und dann könnte es natürlich als manipulativ gesehen werden, was sie tut. Dann hatte dieser Kettenraucher ja doch nicht so unrecht. Das war definitiv trotz von Iris. Ich weiß nicht, was sie in dem Moment gedacht hatte, ob das jetzt witzig ist oder ob das cool rüberkommt, weil so verhält sich einfach keine erwachsene Frau. Also eine erwachsene Frau schlägt Männer im Fernsehen. Und eine erwachsene Frau macht noch nicht so hundertprozentig Schluss mit ihrem Ex. Ne? Die schlafen noch in einem Bett und dann verliebt sie sich neu in einer TV-Show. Und eine erwachsene Frau erzählt auch über die Eheprobleme, also so Eheinterne im Fernsehen und lästert über die Mutter des Kindsvaters ab. Das ist einfach das, was eine erwachsene Frau macht, aber nicht das, was sie ihres macht. Sorry Leute, kriege ich Ekelherpes. Wenn das der Grund ist, warum ich rausfliege, dann bitte. Was soll ich sagen? Die kann natürlich diese Kritik auch nicht wirklich annehmen. Ne? Also ich will jetzt nicht nur mit dem Finger auf die zeigen, aber ich finde das schon ziemlich geil, was Trash-TV uns so beibringt. Ne? Anstatt dass sie dann auch einfach auf die Leute zugeht, könnte sie ja auch und sagen, ey Leute, ich habe eine Phobie oder keine Ahnung, ich merke, da entsteht jetzt gerade so ein Schneeball, was ist los, können wir einmal kurz quatschen? Nein, sie ist dann so, also bitte. Alles, was ich sage, wird auf die Goldwaage gelegt. Wenn ich sage, dieser Wahrsager hat keine Family und braucht deswegen keinen Anruf von zu Hause, dann wird das auf die Goldwaage gelegt. Und wenn ich sage, der Typ stinkt neben mir und der soll mich bloß nicht anditschen, dann wird das auch auf die Goldwaage gelegt. Nö, ich will mich auch gar nicht reflektieren. Wenn ich deswegen rausfliege, dann bitte, dann gehe ich. Das bedrückt mich einfach, weil ich das nicht mag. Ich bin eine Person, die keinen Streit haben kann. Aber meinst du nicht, dass du dagegen vorgehen solltest? Weil ein Leben ohne Streit gibt es nicht. Es gibt einen Postboten, der schlecht gelaunt ist, mit dem du dich vielleicht einmal streiten musst, weil du ihm deine Zähne zeigen musst. Es gibt den Busfahrer, der gemein ist. Es gibt Partys, Treffen, Nachbarn. Streitereien ist ja nicht aus dem Weg zu gehen. Das ist ja nicht real. Naja, und das ist natürlich auch der Grund, wieso er sich bei seinen Schäfchen am wohlsten fühlt. Aber das ist ja für ihn am allerschlimmsten. Die haben dir die Münze gegeben, weil die wissen, dass du sehr stark bist. Ja, sicher. Also ja, aber nicht mal unbedingt so ins Negative, sondern... Ja, aber es gibt ja auch noch genug andere Personen. Genau, lass mich bloß einfach mitlaufen. Ich will einfach hier so durchgeschleust werden bis zum Finale, aber bloß nicht mich nominieren. Ja, ich weiß, das war ein Kompliment, aber da kann ja irgendjemand anderen nehmen. Hauptsache, ich muss hier in gar keinen Konflikt kommen. Ich möchte gerne so einen Watteanzug haben. Ja, einfach so durch, okay? So, am nächsten Morgen wacht die reflektierte Iris auf und... Der harmoniesüchtige Schäfer sagt guten Morgen. Iris, guten Morgen. Nichts. Nichts. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das bei Iris zu Hause abläuft. Ne? Auch mit ihrem Mann und mit den Kindern und so weiter. Sie ist bestimmt so eine Oma, die halt 4 Wochen einmal nicht ans Telefon geht, weil man ihr beim Abendessen nicht höflich genug war oder ihr was direkt ins Gesicht gesagt hat. Aber sie weiß halt gar nicht, dass für den Schäfer jetzt eine ganze Welt zusammenbricht. Hast du mir heute Morgen keinen guten Morgen gesagt? Nö, ich ignoriere den Heinrich auch, weil egal, was ich sag, er rennt ja eh zu den anderen gleich und petzt dann und lästert und nö, das mag ich nicht. Nö, das mag ich nicht und deswegen werde ich mich als super erwachsen einfach darin üben, ihn zu ignorieren. Weil das macht man so, das wurde mir auch so mitgegeben, mache ich schon seit eh und je mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern, mit allen. Das finde ich richtig super, auch mit meinem Mann und so. Ne? Also ich würde es auch niemals auf ihn zugehen und ihn fragen, warum er das getan hat. Ich verstehe ihren Punkt, dass sie sich so denkt, okay Schäfer, ganz ehrlich, komm doch erstmal auf mich zu, bevor du das nach Elena erzählst. Die das natürlich nutzt, um mich unbeliebt zu machen und das jedem anderen erzählt, kann ich schon verstehen, aber dann handle du doch, Erwachsener. Das sage ich lieber gar nichts. Dann können sie auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Denn alles, was ich sage, wird hier auf die Goldwaage gelegt. Ich finde auch, das ist richtig geeignet für so ein Fernsehformat, dass ich mit meinen Mitstreitern einfach gar nicht rede. Ich hoffe auch, ich werde bald wieder in eine Show eingeladen, weil ich bin richtig gut in Ignorieren. Das müsste doch auch gut ankommen, oder? Iris kam mir entgegen, hat mir keinen guten Morgen gesagt. Ich habe zuerst ihr guten Morgen Iris gesagt, gar nichts, stur wie. Ja, das geht gar nicht. Das ist hart. Ich sag guten Morgen Iris, gar nichts. Ist sie sauer auf dich auch? Ich glaube schon.
Ja, ja, auch Mike Hill auch, den hat er auch nichts gesagt. Der Schäfer ist aber schon so, ne, also gerade deswegen ja, weil er so konfliktscheu ist, nutzt er dann so das Instrument des Lästerns. Ne? Dann geht er zu den anderen und der setzt sie natürlich immer alle so in Kenntnis darüber, was so eine Person ihm oder jemand anderem entgegengebracht hat, aber alles so im Hintergrund, ne, weil er möchte gar nichts damit zu tun haben, aber irgendwie dann ja schon. Ne? Warum muss er das jetzt Yasin und Elena erzählen? Warum kann er das nicht klären mit der Iris? Das bedrückt mich einfach. Ich bin eine Person, die keinen Streit haben kann. Das geht mir rein ins Herz. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber ich erzähle dann gerne weiter den Leuten im Fernsehen, was mir widerfahren ist. Also das kann ich dann schon. Ich bin halt nicht so derjenige, der das in sich hineinschluckt, wie so manche. Ich trage das dann schon weiter. Ich kann das dann nur nicht mit der betroffenen Person klären. Weil das geht nicht. Das geht mir hier rein ins Herz. Iris. Warum hast du mir denn heute Morgen keinen guten Morgen gesagt? Ich hab vergessen, sorry. Aber merkt ihr so diese Dynamik? Also es sind so wirklich wie so, das sind zwar, die sind ja beide zufälligerweise 55, aber es ist so wirklich wie so 2, 5 oder 7-Jährige, die so miteinander reden. Warum hast du mir denn heute kein Stück Knete abgegeben? Hab ich vergessen. Wirklich. Also alles gut mit mir. Ja, wirklich. Vergessen? Ja. Außerdem bin ich sehr enttäuscht halt von dir, dass du so die Gruppe gegen mich aufgebracht hast. Ich habe die Gruppe doch nicht gegen dich aufgebracht. Ja, doch. Ich habe halt eine Phobie gegen Körperflüssigkeiten von fremden Menschen. Oh, das klingt aber nicht nach so viel Fun im Bett, ne? Wie kann man eine Phobie gegen Körperflüssigkeiten anderer Menschen haben? Aber mal ganz davon abgesehen, sie mag es dann schon, sich auch selber so in diese passive Opferrolle zu katapultieren. Du hast die ganze Gruppe gegen mich aufgehetzt. Was ich gesagt habe, war natürlich unhöflich. Das möchte ich jetzt aber auch gar nicht erwähnen und mich dafür entschuldigen, dass ich dich eventuell verletzt habe. Ich habe halt einfach eine Phobie. Ja, das habe ich dann in dem Moment dir nicht sagen wollen. Ich habe halt aber nur gesagt, geh weg, du stinkst. Na, das ist voll eklig. Sie hätte ihn natürlich auch einweihen können und direkt sagen können, wenn sie ein bisschen empathisch wäre. Oh, sorry, dass ich das gerade so gesagt habe. Ich habe voll die Phobie vor Schweiß. Hätte sie ja auch machen können. Man kann ja dem vorbeugen. Ja, du, aber dann habe ich nur gesagt, geh ein Stückchen auf die Seite. Ja, bin ich ja. Ja, also, wo war jetzt das Problem? Die Iris hat nicht so glücklich, so positiv reagiert. Also blieb richtig auf ihren Standpunkt drauf sitzen. Ja, dann guckt er sie einfach nur an wie ein Auto, ne? Anstatt mal zu sagen, ja, Iris, das hat mich verletzt. Ich finde, das ist unhöflich. Das macht man nicht. Ich meine, du wirst bestimmt auch mal schwitzen bei 38 Grad. Und wenn du eine Phobie hast, dann hättest du mir das ja sagen können. Dann hätte ich das anders verarbeiten können. Aber er guckt sie dann einfach nur an wie ein Auto und sagt sich so, ja, das ist jetzt aber auch ziemlich hart, dass sie bei ihrem Standpunkt geblieben ist. Hätte sie jetzt nicht mal sagen können, Entschuldigung einfach. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du zu jedem rennst und deswegen über mich schlecht redest. Das hat mich ein bisschen verletzt und enttäuscht. Hab ich nicht, ich hab das nur gesagt. Genau, also ich hab das nur Elena gesagt. Und dass die das der ganzen Gruppe gesagt hat, da habe ich keine Aktien drin. Ne? Das Wort Schweiß ist verletzend. Ihr merkt richtig, was für ein Niveau das ist, ne? Und das ist super verletzend, ja, genau. Schweiß geht gar nicht. Warum denn nicht? Erzähl doch mal. Na, die Menschen können sich auch gar nicht verstehen. Das ist für mich unhöflich oder schmerzhaft, weil mir wird oft hinterhergerufen auf der Straße im Dorf, ich würde stinken nach Schweiß. Also so zum Beispiel, warum ist das für dich so schmerzhaft? Ja, transpiriert. Ich möchte diesen Transpirant nicht auf meiner Haut haben. Oh mein Gott. Ich bin am Ende meines Lateins. Ja, dann sag's beim nächsten Mal so. Oder erklär deiner Person, die neben dir steht, beim nächsten Mal, warum du das gerade so eklig findest. Dann kannst du, glaube ich, auch egal welchen Begriff wählen und die Person wird sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Okay, dann entschuldige ich mich, dass ich deinen Schweiß nicht toll fand. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ernst gemeinte Entschuldigung. Die würde ich auch sofort mit offenen Armen empfangen. Ich glaube nicht, dass sie das richtig so verstanden hat, dass mir das am Herzen liegt. Aber wie soll sie dich denn auch verstehen, wenn du nicht drüber redest? Sie kann dich doch gar nicht verstehen. Du hast ja so gut wie gar nichts gesagt von deiner Gefühlswelt. Aber so eine richtige Entschuldigung war das auch wieder nicht. Nee, nee. Also, ich habe ein paar Mal die Augen verdrehen müssen, wo ich gedacht habe, also, es wird nicht besser. Ich habe es ja nochmal versucht, im Guten und... Ja, dein Versuch war ja einfach nur, bitte Iris, sag mal guten Morgen. Das war ja kein Versuch, das Ganze irgendwie zu klären, inhaltlich. Und dann schaltet sich der Wahrsager ein,
der eigentlich befreundet ist mit Iris, der wahrscheinlich selber pisst ist und sich selber nicht abkann und dann projiziert er diesen Ekel auf sie und ist jetzt auf einmal auch enttäuscht von Iris. Das macht mich doch wieder immer wieder traurig, dass es Menschen gibt, die dann nicht mal ein bisschen Kritik einstecken können, obwohl ich ja gar keine Kritik, sie hat ja ihre Kritik geäußert. Also ich meine, das ist ja auch wieder jetzt Projektion, ne? Er selber, also äußere mal Kritik ihm gegenüber, als wenn er das könnte. Und dann wünscht er sich, dass seine Menschen in seinem Umfeld kritikfähig sind. Ich habe das Elena erzählt und... Und die hat das halt allen anderen erzählt, ne? Jetzt ist der Wahrsager zu Elena gegangen und hat gedacht, der kann mit ihr offen reden und hat gesagt, du, weißt du, ist irgendwie komisch, die Iris ist eine Freundin von mir und jetzt will ich sie aber nominieren, weil ich ertrage mich selber kaum und irgendwie hasse ich sie jetzt auch. Was soll ich machen? Und die Elena hört ihm zu und tut so, als wenn sie vorhin so ein offenes Ohr für ihn hätte. Er wird sich noch so krass schneiden damit, mit dem, was er gerade durchzieht. Aber passt, er soll denken, dass es gut ist, was er macht. Hat sie nicht mal erzählt, dass sie so voll auf Transparenz und Direktheit steht? Warum sagt sie ihm in dem Moment denn nicht, dass sie das kacke findet, dass er so über eine Freundin redet? Jetzt darf, wie heißt sie, darf aufgrund eines Spiels mit ihrer Family FaceTime. Sie ist so süß. Läuft alles gut mit ihr? Sie sieht so traurig aus. Nein, sie ist müde. Sie ist müde, wir haben sie wach gehalten. Oh Mann, ja. Ihr habt ja fast Partnerlook an. Partnerlook angezogen. Ja, hab ich gerade gesehen. Eine Frage, ne? Das Kind sieht ja noch sehr, sehr klein aus. Ich weiß von Stefanie Stahl, dass die Zeit von Lebensjahr 0 bis 6 oder 7 ganz, ganz wichtig sind für die Gewinnung des Urvertrauens, ne? Ist es gut, wenn man seinen Säugling erstmal für 8, 9 Wochen alleine lässt, weil man bei Kampf der Reality Stars mitmacht? Das ist kein Vorwurf an Mütter, ne? Nicht falsch verstehen, aber ich würde gerne diese Diskussion aufmachen, ob es gut ist, für ein Neugeborenes, das erstmal in dem Alter so lange alleine zu lassen. Paco, denkst du, das wird was zwischen euch? Das wird sich in kürzester Zeit herausstellen. Genau, und damit meinte er ja eigentlich nur zum Zeitpunkt des Auszugs von einem der beiden. Weil nur bis dahin muss man das spielen und danach kann man dem Ganzen auch gerne ein Ende setzen. Es ist ja nur für die Sendezeit. Ich weiß auch nicht, wie es danach mit Paco und mir weitergeht. Gar nicht. Wie soll es denn bitte weitergehen? Merkst du das nicht? Merkst du das nicht an ihm im direkten Gespräch, dass er so gar keine Gefühle irgendwie für dich hat? Da ist er gar kein Leben, wenn er mit dir redet. Aber natürlich wird es komisch sein, wenn ich nach Hause komme. Jimmy wartet ja mit meiner Tochter auf mich und natürlich muss ich ihm sagen, dass ich hier jemanden kennengelernt habe. Aber hier fühlt es sich richtig an. Wäre ja auch zu viel verlangt gewesen, vorher einmal so klare Grenzen zu ziehen und einmal zu definieren, wo man jetzt gerade steht. Ob man jetzt komplett getrennt ist oder nicht. Aber gut, es ist einfach wirklich zu viel verlangt anscheinend. Manchmal entstehen in so Formaten auch Freundschaften. Aber in dem Fall ist es so, dass eine Freundschaft hier zerstört wurde. Iris ist uneinsichtig, trotzig, ja, irgendwie eingeschnappt. Ich glaube, so eine eingeschnappte Rosette trifft es ganz gut. Stimmt ich gerade. Ja, alles gut, ich chill nur. Und das war's. Ich fühle ja wirklich, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ich fühle, dass die beiden von der Energie genau das Gleiche sind. Er ist immer beleidigt, wenn man ihm den Kaffee nicht zuerst gibt am Morgen. Sie ist beleidigt, weil sie nachts nicht furzen konnte. Die sind beide einfach so ein bisschen versäuert und einfach super unzufrieden mit sich selber. Und dann treffen die da aufeinander, gucken den anderen jeweils an und denken sich so, so bin ich ja selber. Und dann stoße ich diesen Anteil jetzt einfach ab. Das ist der einzige Grund, wieso deren Freundschaft gerade kaputt gegangen ist. Du bist eine gestandene Frau, aber die Nominierung gestern, die hat dich sichtlich gekränkt. Ja. Genau, ja. Weil ich bin eigentlich gar keine gestandene Frau. Ich bin ja neidisch auch darauf, dass man mich nicht kennt, aber meine Tochter. Das heißt, es ist wirklich bedingungslose Liebe, aber ich möchte halt gesehen werden. Ich wurde halt mein ganzes Leben lang nicht gesehen, angefangen von der Kindheit. Und ich möchte hier das Dasein. Ich möchte die Millionärin sein und nicht sie. Und dann werde ich ja auch noch nominiert. Nee, dann rede ich halt nicht mit den Leuten. Das ist halt wirklich der Inbegriff einer gestandenen Frau. Markel, Iris und du, ihr seid ihr alte Freunde. Mhm. Was ist gerade das Problem zwischen euch? Keine Probleme. Alles gut. Erstens, Girl, du wurdest nicht gefragt, was da Markel auch gerade noch mit hinzufügen wird. Und zweitens, hast du uns nicht gerade im O-Ton gesagt, dass eure Freundschaft kaputt gegangen ist? Und jetzt so, nee, alles gut. Alles gut zwischen uns. Wirklich. Ja, es ist viel passiert. Und
Ja, dabei möchte ich es stehen lassen. Ja, und jetzt ist es Zeit, eine weise Entscheidung zu treffen. Ja, genau. Einmal kurz einen Themenwechsel, weil es ist gerade super, super unangenehm, selbst für unsere Show. Ja, eine weise Entscheidung bitte. Gibt es einen Weisen, der freiwillig eine weise Entscheidung treffen möchte, bitte? Naja, Iris ist auf jeden Fall mehrheitlich gewählt worden und sie muss jetzt raus. Und jetzt gibt es abschließende Worte. Kampf der Reality Stars 2022. Ihr werdet das Ding rocken, möge der Bessere einfach gewinnen. Dabei wünsche ich euch unheimlich viel Spaß. Genau, ich möchte hier auch gar nicht auf irgendwelche persönlichen Streitereien oder Differenzen eingehen, weil ich bin eine gestandene Frau. Also habt alle ganz viel Spaß, ich liebe euch und ich hoffe, wir sehen uns bald genau in dieser Konstellation wieder. Ich freue mich, ciao. Ja, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Ich habe gedacht, ich habe hier einen Freund drin und jetzt hat er mich rausgeworfen. Wisst ihr Bescheid, ne? Genau. Dabei bin ich halt voll der tolle Charakter. Und außerdem wundere ich mich natürlich auch, warum ich nicht so ein Zuschauermagnet bin wie meine Tochter. Weil wie ihr seht, habe ich genauso viel Charisma. Ich bin genauso locker und offen mit allen Menschen in meiner Umgebung. Verstehe ich gar nicht, warum die alte Daniela da so berühmt ist und ich nicht. Ja, weil die einfach cool ist. Hast du die mal erlebt in den Shows? Hast du mal gesehen, dass sie mit dem ganzen Haus nicht mehr geredet hat und den Leuten nicht mal guten Morgen gesagt hat? Ich glaube nicht. Ich habe zwar nicht viel von Daniela Wandert ausgesehen, aber die war immer sehr positiv gestimmt und das hat die Leute mitgerissen. Denk mal drüber nach, Iris. Und ich sage jetzt gute Nacht, ne? Für euch, ja. Ciao.